Der Nachthimmel ist erleuchtet von Sternen. Und eines dieser Lichter gibt den Astronomen ein spezielles Rätsel auf. Sterne benehmen sich nicht so. Der Stern wird in unregelmäßigen Abständen dunkler. Was könnte die Ursache für dieses Phänomen sein? Eigentlich ist das ausgeschlossen. Was ist da los? Die Forscher stellten die unterschiedlichsten Hypothesen auf. Könnte ein Kometenschwarm die Ursache sein? Sind es die Überreste eines Planeten? Oder vielleicht sogar etwas aus dem Reich der Science Fiction? Es könnte durchaus eine außerirdische Zivilisation sein. Einige Wissenschaftler vermuten, dass solche Lichteffekte auf eine außerirdische Zivilisation hindeuten. Handelt es sich also um ein Signal von Aliens? Selbst die ausgefallenste Idee könnte der Wahrheit entsprechen. Es ist eines der kniffligsten Rätsel der modernen Astronomie. Das ist absolut grandios. Und so manche Forscher wollen dieses Rätsel als Erste lösen. Der Stern, der die Verwirrung unter den Wissenschaftlern ausgelöst hat, wird Tabby's Stern genannt. Er ist etwa 1500 Lichtjahre von der Erde entfernt und 1,5-mal so groß wie die Sonne. Das Licht dieses Himmelskörpers wird offenbar von etwas sehr Großem abgeblockt. Vielleicht von einem Objekt auf einer Umlaufbahn. Es gibt ja Millionen Sterne am Himmel. Und Tabby's Stern ist der einzige, bei dem wir so etwas beobachten. Die Leuchtkraft jedes Sterns schwankt bis zu einem gewissen Grad, aber nicht so sehr wie bei Tabby's Stern. Um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, wurden zahlreiche Theorien aufgestellt. Eine davon lautet, dass der Stern von einer außerirdischen Zivilisation ummantelt wird. Tabby's Stern war einfach so anders und es war nicht klar von Anfang an, was das war. Es konnte wirklich alles sein. Diese Erklärung für die Lichtschwankungen kam nicht von irgendwelchen Verrückten, sondern von seriösen Wissenschaftlern. Aber was bringt namhafte Wissenschaftler dazu, über ein Objekt von Außerirdischen zu diskutieren? Als erste berichtete die Astronomin Tabitha Boyajian in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung über die seltsamen Helligkeitsschwankungen. Der Stern erhielt die nicht gerade einprägsame Katalognummer KIC 8462852. Auf diesem Bild sind die Sterne rund um KIC 8462852 zu sehen. Ich zoome ihn mal heran. Der geheimnisvollste Stern der Galaxis. Tabitha Tabby Boyajian nutzte das Kepler-Weltraumteleskop der NASA, um den Stern zu untersuchen, der nach ihr benannt wurde. Das Teleskop suchte bis Oktober 2018 nach sogenannten Exoplaneten. Die Idee der Kepler-Mission ist einfach, aber genial. Man wählt eine bestimmte Region des Weltalls und beobachtet sie mehrere Jahre. Wenn ein Planet seinen Mutterstern passiert, schwächt sich dessen Licht in regelmäßigen Abständen ab. Dann weiß man, dass man einen Planeten gefunden hat. Das Teleskop war 9,5 Jahre im Einsatz. Während dieser Zeit wurden mehr als 2000 Planeten entdeckt. Die meisten von ihnen blockierten weniger als 1% des Lichts ihrer Sonne. Doch bei Tabby's Stern wurde eine stärkere Verdunkelung gemessen. Die meiste Zeit weist der Stern eine normale Helligkeit auf. Aber 2 Jahre nach Beginn der Kepler-Mission bemerkten wir eine Reduzierung von 15%. Ein derart großer Helligkeitsabfall ist mehr als ungewöhnlich. Doch weitere 2 Jahre später stieß das Forschungsteam auf etwas noch Erstaunlicheres. Ganz rechts sind jede Menge Abdunkelungen zu sehen. Solche Schwankungen sind kaum zu erklären. Der Stern spielt dort verrückt.
An einer Stelle nimmt seine Leuchtkraft um über 20% ab. So etwas hatten wir noch nie gesehen. Solch starke Lichtabschwächungen dauern nie länger als ein paar Tage an. Doch was könnte der Grund dafür sein? Nordwestlich von Los Angeles in den San Gabriel Mountains liegt eine der berühmtesten Sternwarten der Welt. Mithilfe des Mount Wilson Sonnenteleskops kann die Astronomin zeigen, warum die Schwankungen so ungewöhnlich sind. Sie will veranschaulichen, wie groß ein Himmelskörper sein müsste, um eine derartige Lichtreduzierung zu verursachen. Ich muss die Ärmel hochkrempeln, um die Sonne abzuchecken. Das Teleskop erzeugt ein Live-Bild der Sonne. Die Wissenschaftlerin möchte Folgendes wissen. Wenn dies Tabbys Stern wäre, wie viel Licht würde ein Planet unseres Sonnensystems abblocken? Bei einem erdähnlichen Planeten, in diesem Maßstab ist er so groß wie diese Kugel, würde nur ein winziger Bruchteil des Lichts des Sterns abgedeckt. Die Erde ist ein relativ kleiner Planet, weswegen sie lediglich ein Hundertstel Prozent des Lichts von Tabbys Stern reduzieren würde. Doch wie viel Prozent wären es beim größten Planeten des Sonnensystems, dem Jupiter? Bei einem Planeten von der Größe Jupiters, für den ich eine Münze als Vergleich verwende, wäre es etwa ein halbes Prozent. Das ist bei der Leuchtkraft des Sterns immer noch sehr wenig. Also muss es sich um ein noch viel gewaltigeres Objekt handeln. Doch wie groß müsste es sein, um eine Erklärung für das Phänomen zu liefern? Es müsste etwa so groß wie das hier sein, um das Licht um 22% zu reduzieren. Der Planet hätte einen Durchmesser von 600.000 Kilometern und wäre rund 80 Mal so groß wie Jupiter. Ein solch riesiger Planet wurde aber noch nie entdeckt. Und das hat auch einen Grund. Mit noch mehr Masse würde ein Jupiter-ähnlicher Planet nicht mehr größer werden, sondern dichter. 20% können mit einem Planeten nicht erklärt werden. Doch irgendetwas blockt das Licht von Tabbys Stern ab. Welche Erklärungsmöglichkeiten gibt es sonst noch? Die schönsten Momente in der Wissenschaft sind natürlich, wenn man etwas sieht, was man noch nie vorher gesehen hat. Und man kann alles denken. Und das hat dazu geführt, dass einige Astronomen eher skurril anmutende Ideen hatten. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist verrückt. Was kann sowas sein? Zerrissene Sterne? Zerrissene Planeten? Aliens? Wir Wissenschaftler haben ein Geheimnis. Wir sprechen nicht darüber, dass wir an Aliens glauben, aber wir alle haben das Gefühl, dass es da draußen Leben gibt. Doch warum sollte eine außerirdische Rasse etwas konstruieren, um 20% des Lichts ihrer Sonne abzublocken? Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt mitten in der Wüste von Nevada. Dort stehen auf einer Fläche von 6 Quadratkilometern 10.000 Solarmodule. Doch Steve Croft ist nicht in der Energiebranche tätig. Als Wissenschaftler zerbricht man sich gern den Kopf. Und Tabbys Stern ist eines der größten Rätsel der letzten Jahre. Der Astronom glaubt, dass diese Solaranlage die Mini-Version einer Megastruktur sein könnte, die die Helligkeitsabnahme verursacht. Aber ist es überhaupt denkbar, dass ein so monströs großer Solarpark rund um einen Stern errichtet wurde?
Hinter mir ist ein Atomreaktor zu sehen, der seit 4,5 Milliarden Jahren in der Mitte des Sonnensystems existiert und noch Milliarden Jahre lang Energie abgeben wird. Und die ist kostenlos zu haben. Wir müssen sie nur einfangen. Mit dieser Solaranlage können 75.000 Wohnhäuser mit Strom versorgt werden. Doch Croft glaubt, dass das nur kleine Fische sind. Denn Außerirdische benötigen seiner Meinung nach unglaubliche Mengen an Energie. Ich denke, dass die Technologie von Außerirdischen unsere Vorstellungskraft weit übertrifft. Unsere Technik konnten sich die Leute vor 100 Jahren ja auch nicht vorstellen. Um im All riesige Strukturen zu bauen, müsste man die entsprechenden Energiequellen haben. Und der Energiebedarf wäre gewaltig. Was bedeuten würde, dass eine außerirdische Zivilisation zur Energieerzeugung ins Weltall ausweichen muss? Wenn die Oberfläche eines Planeten zu klein für all die Solaranlagen wird, muss man im All etwas bauen. Auch Freeman Dyson findet, dass eine außerirdische Zivilisation in einem solchen Fall einen Solarpark im All errichten würde. Dessen Dimensionen wären für Menschen allerdings unvorstellbar. Der Physiker Freeman Dyson zeigte, dass eine weit fortgeschrittene Rasse dazu gezwungen wäre, einen riesigen Solarpark im All zu bauen. Es könnten Ringe oder Kugeln sein, die ihren Stern umschließen, um so viel Energie wie möglich einzufangen. Könnte ein solches Konstrukt, eine sogenannte Dyson-Sphäre, auch Tabbys Stern umschließen? Es wäre möglich, dass Außerirdische, die viel Energie benötigen, riesige Solarpanels rund um ihren Stern errichten und all seine Energie einfangen. Es ist eigentlich nicht denkbar, dass eine Dyson-Sphäre existiert. Und zwar wegen ihrer Ausmaße, dem benötigten Material oder der fortschrittlichen Bautechnologie. Für mich ist das unvorstellbar. Jenseits der räumlichen Begrenzungen eines Planeten könnte eine derart riesige Solarfarm im All vielleicht möglich sein. Um einen Großteil der Energie eines Sterns nutzen zu können, wären allerdings abertausende gigantische Solarmodule nötig. Jedes müsste mehr als 1 Million Kilometer breit sein, um eine Sphäre um einen Stern zu errichten. Ist eine derartige Konstruktion die Ursache für die Helligkeitsreduzierungen von Tabbys Stern? Eine solche technische Meisterleistung kann nur als Megastruktur bezeichnet werden. So etwas zu bauen klingt verrückt, aber für Außerirdische ist es vielleicht Routine. Solche Panels wären in einem Orbit um den Stern und würden sein Licht teilweise blockieren. Passiert das bei Tabbys Stern? Falls all das tatsächlich der Wahrheit entspräche, wäre es die größte wissenschaftliche Entdeckung aller Zeiten. Der erste überzeugende Beweis, dass Aliens tatsächlich existieren, wären vermutlich keine Raumschiffe, die auf dem Rasen des Weißen Hauses landen. Es würde sich wohl um etwas viel Banaleres handeln. Ein Wissenschaftler überprüft Daten auf dem Computer, kratzt sich den Kopf und sagt, das kann ich mir nicht erklären. Bevor irgendein Wissenschaftler schlussfolgern kann, dass Außerirdische existieren, müssen sämtliche natürlichen Ursachen ausgeschlossen werden. Fakt ist, dass es keinen Planeten gibt, der groß genug für eine derartige Helligkeitsabnahme ist. Gibt es noch andere mögliche Ursachen, wie zum Beispiel Kometen? Es muss ja etwas sehr Großes sein, das die Leuchtkraft von Tabbys Stern abschwächt. Kometen sind relativ klein, allerdings bildet sich ein Schweif, wenn sie nahe genug an der Sonne sind. Und der kann größer als ein Planet sein. Kometen werden häufig als schmutzige Schneebälle bezeichnet und bestehen im Wesentlichen aus Gestein und Eis. Meistens befinden sie sich in großer Entfernung von der Sonne. Doch wenn sie ihr näher kommen, entsteht wegen der steigenden Temperaturen ein eindrucksvoller Schweif aus Gas und Staub. Und der kann mehrere 100 Millionen Kilometer lang sein. Doch selbst ein solch gewaltiger Schweif ist nicht groß genug, um eine Helligkeitsreduzierung wie bei Tabbys Stern zu verursachen.
Dafür wären Hunderte, wenn nicht Tausende Kometen notwendig. Im Sonnensystem wurden viele Kometen entdeckt. Doch ein Kometencluster mit unzähligen dieser Himmelskörper wurde noch nie beobachtet. Das sind keine Rudeltiere. Eine solche Anhäufung wäre ungewöhnlich. Um einen Kometenschwarm zu erklären, müsste eine bestimmte Voraussetzung erfüllt sein, vermuten Astronomen. Könnte Tabbys Stern vielleicht in Wirklichkeit ein Doppelstern sein? Tabbys Stern scheint sich seltsam zu verhalten. Eine Erklärung wäre, dass es sich um ein Doppelsternsystem handelt. Zwei Sterne könnten unter den Himmelskörpern, die in ihrem Orbit sind, ein ziemliches Chaos anrichten. Falls das System aus zwei Sternen besteht, könnte einer von ihnen eine Art kosmische Abrissbirne sein. Seine Gravitationskräfte würden ganze Gruppen von Kometen aus ihren Umlaufbahnen ins Innere des Systems ziehen. Dort erhitzt sich ihr Material und es bildet sich ein Schweif aus Gas und Staub, der bis zu 10 Millionen Kilometer lang sein kann. Etwa 500 Kometen würden genügen, um Tabbys Stern in unregelmäßigen Abständen jeweils für einige Tage zu verdunkeln. Um die Theorie zu bestätigen, dass es sich bei Tabbys Stern um ein Doppelsystem handelt, müssten Beweise für den zweiten Stern erbracht werden. Am Lowell-Observatorium in Arizona will Dan Clements herausfinden, ob es tatsächlich einen zweiten Stern gibt. Es ist ein Rätsel. Aber die Chance, etwas Neues und Ungewöhnliches zu entdecken, hält einen täglich frisch und munter. Der Astrophysiker verwendet kein normales Teleskop. Legen wir los. Alle bereit? Für seine Suche benötigt er eine spezielle Infrarotkamera. Ziemlich schwer. Um etwas beobachten zu können, muss man erst einmal Gewichte stemmen. Kann mit einer solchen Wärmebildkamera tatsächlich der entscheidende Hinweis gefunden werden? Wir müssen sie drehen. Good. It's on. Jetzt geben wir die Koordinaten ein und dann können wir das Teleskop auf Tabbys Stern ausrichten. Where to go to. Das sollte die Region sein. Genau da. Das ist Tabbys Stern. Besser geht es nicht. Jetzt ernten wir Photonen. Frühere Beobachtungen haben gezeigt, dass es ein Doppelsternsystem sein könnte. Doch der zweite Himmelskörper ist so leuchtschwach, dass er nur als kleine Ausbeulung im Licht von Tabbys Stern zu erkennen ist. Die kleine Ausbeulung wird vom lichtschwachen Zwillingsstern verursacht. Auch Tabbys Stern ist mit bloßem Auge nicht zu sehen, aber sein Partnerstern ist 500 Mal lichtschwächer. Mit leistungsstärkeren Instrumenten soll Klarheit geschaffen werden. Und falls sich der zweite Stern in einem Orbit um ihn befindet, wäre ein Kometencluster vorstellbar. Und der könnte das Licht teilweise abdecken. Kann der Fall Tabbys Stern also zu den Akten gelegt werden? Noch nicht, denn möglicherweise sind die beiden Sterne nicht in einem so engen Orbit, wie es zunächst den Anschein hatte. Der Himmel ist eine zweidimensionale Projektion eines dreidimensionalen Raums. Das heißt, dass man die Entfernung von zwei Sternen kennen muss, um eine stichhaltige Aussage machen zu können. Vielleicht haben sie überhaupt nichts miteinander zu tun und Tabbys Stern befindet sich nur in derselben Blickrichtung. Maßgeblich ist die Bewegung des Sterns in Bezug zu Tabbys Stern. Ist er in einem Orbit oder nicht? Gaia, eine Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA, bringt neue Einblicke.
Derzeit ist die Gaia-Mission eine der besten Möglichkeiten, um das Rätsel zu lösen. Mit dem Gaia-Weltraumteleskop wird die dreidimensionale Position von Sternen der Milchstraße kartografisch erfasst und auch deren Bewegungsrichtung. Zudem wird ihre Distanz zur Erde ermittelt. Gaia wurde konstruiert, um die Entfernung von 1 bis 2 Milliarden Sternen der Milchstraße zu messen. In solchen Tiefen des Alls wurde das noch nie gemacht. Die 3D-Karte unserer galaktischen Nachbarschaft schließt die Region ein, in der sich Tabbys Stern befindet. Mit ihrer Hilfe soll auch geklärt werden, ob er einen Partnerstern hat oder nicht. Falls er einen verborgenen Begleiter hat, würde sich die Bewegungsrichtung von Tabbys Stern in den nächsten Jahrzehnten minimal verändern. Gaia könnte uns also dabei helfen, die Geheimnisse des rätselhaften Planeten zu lüften. Auf endgültige Resultate müssen wir wohl noch etwas warten. Doch Dan Clemens möchte zumindest herausfinden, ob es sich bei dem zweiten Stern um ein Objekt handelt, das lediglich in derselben Blickrichtung liegt. Bis dahin kann vermutlich nicht geklärt werden, ob der zweite Stern die Verdunklung verursacht. In der Zwischenzeit versuchen es die Astronomen mit einer anderen Herangehensweise. Denn für neue Theorien sind weitere Daten notwendig. Wissenschaftler des Harvard College Observatoriums beobachten schon seit über 150 Jahren den Sternhimmel. Josh Grindley weiß viel über die Geschichte von Tabbys Stern. Denn die große Sammlung des Observatoriums umfasst auch sehr alte Bildplatten. Wo sind Sie? Hier? Bei historischen Aufnahmen würde ich oben anfangen und mich dann nach unten durchkämpfen. Der Astrophysiker kann mit Hilfe der Platten feststellen, inwieweit sich das Licht des Sterns in den letzten 100 Jahren verändert hat. Denn so lange existiert dieses Sternarchiv bereits. Wir haben über eine halbe Million Bildplatten aus 106 Jahren, von 1886 bis 1992. Tabbys Stern wurde schon beobachtet, lange bevor sein seltsames Verhalten bekannt war. Wir haben etwa 2700 Aufnahmen von ihm. Ist darauf etwas zu sehen, das zur Lösung des Rätsels beiträgt? Das ist eine der recht frühen Aufnahmen der Sammlung vom 26. November 1890. Es sind negative, die Sterne sind also schwarz und der Himmel ist weiß. Wenn ich diese Aufnahme mit einer vom 24. August 1989 vergleiche, haben wir 100 Jahre der Geschichte von Tabbys Stern vor uns. Es dürfte nicht viele Forscher geben, die solch alte Bildplatten auswerten können. Zunächst muss ich auf der von 1890 Tabbys Stern finden. Hat er sich im Lauf der Jahre verändert? Mittels des Durchmessers des Sterns kann Grindley seine Helligkeit berechnen. Wenn man die Bilder vergrößert, sieht man eindrucksvolle Details. Der Wissenschaftler stieß bei der Analyse von über 1000 Bildplatten auf etwas Erstaunliches. Ich habe mir die neuesten Platten mit Bildern von Tabbys Stern angesehen und sie mit denen von 1890 verglichen. Seine Helligkeit hat um etwa 10% abgenommen. Das ist deshalb eine bedeutende Entdeckung, weil bislang kaum ein Stern beobachtet wurde, dessen Licht langsam schwächer wird. Dass ein Stern in ein paar Jahrzehnten dunkler wird, ist ungewöhnlich.
Wir glauben, dass ein Zusammenhang besteht zwischen den Helligkeitsschwankungen und der langfristigen Helligkeitsabnahme. Dafür muss es einen verrückten Grund geben. Eine Megastruktur von Außerirdischen wäre eine Erklärung für die kurzfristigen Lichtschwankungen. Ein derartiges Bauwerk, das sich auch um sich selbst drehen könnte, würde das Licht des Sterns kurzfristig blockieren, wenn es ihn umrundet. Aber wäre das auch eine Erklärung für die langfristigen Veränderungen? Das zweite Rätsel hat unsere Fantasie noch mehr beflügelt. Ist es wirklich möglich, dass Aliens eine Megastruktur errichtet haben? Auch mit fortschrittlicher Technologie würde das wohl sehr lange dauern. Die Annahme lautet also, dass außerirdische Ingenieure mit dem Bau eines Solarparks im All begonnen haben. Nach und nach wurde eine immens hohe Anzahl von Solarmodulen hinzugefügt. Diese Ausmaße führten dazu, dass ein 100% des Lichts von Tabbys Stern abgefangen wurde. Doch die Zivilisation brauchte noch mehr Energie. So entstand Schritt für Schritt eine Anlage so groß wie die Erde. Und im Lauf der Zeit führte das zu einer langfristigen Abnahme des Lichts. Ist das alles nur Fantasie? Auf jeden Fall wird auch nach anderen Erklärungsversuchen gesucht, bevor E.T. für alles verantwortlich gemacht wird. Die Alien-Hypothese ist nur der letzte Ausweg. Doch welche natürliche Ursache würde beide Phänomene erklären? In Boston, Massachusetts, glaubt Nick Stone, eine Antwort zu haben. Ich denke, dass der langfristige Helligkeitsverlust mit seiner wilden Vergangenheit zusammenhängt. Ein Planet könnte vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden mit Tabbys Stern kollidiert sein. Planeten, die sich in einer instabilen Umlaufbahn befinden, können mit ihrem Mutterstern zusammenprallen. Es wäre spannend und dramatisch, so etwas beobachten zu können. Vielleicht gelingt uns das ja mit Tabbys Stern, aus großer Distanz. Der Stern würde sich drastisch verändern und heller und heißer werden. Je größer der Planet ist, desto höher ist die Energiemenge, die er dem Stern hinzufügt. Und desto höher ist auch die Energieabgabe des Sterns. Wenn diese Annahme korrekt ist, kollidierte vor vielen Jahren ein Gasplanet mit dem mysteriösen Stern. Und dieser Planet verschwand im Plasma seiner Sonne. Zunächst verlor er seine äußeren Schichten, bis nur noch sein Kern übrig blieb. Die Reibungsenergie des Planetenkerns führte zu einer Überladung des Sterns, dessen Farbe nun bläulich-weiß war, ein Anzeichen für einen Temperaturanstieg. Zudem war er anschließend viel heller. Doch dieser neue Glanz ist vergänglich. Letztendlich würde er wieder seinen früheren Zustand erreichen, was tausende Jahre dauern könnte. Falls tatsächlich ein Planet mit Tabbys Stern zusammengeprallt ist, würde das die langfristige Abnahme der Helligkeit erklären. Doch was hat es mit den kurzfristigen Helligkeitsveränderungen auf sich? Nick Stone hat für das zweite Problem ebenfalls eine Lösung. Er sucht bei Jupiter nach Hinweisen, wobei er auch dessen Monde ins Visier nimmt. Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems und kann mit jedem Teleskop beobachtet werden. Auch bei seinen großen Monden ist das möglich. Sie zählen zu den außergewöhnlichsten Monden im Sonnensystem. Der Astrophysiker nimmt an, dass die Monde eines Gasriesen überleben könnten, wenn ihr Mutterplanet in die Sonne stürzt. Um seine Vermutung zu bestätigen, stellte er ein solches Ereignis mit einer Computersimulation nach.
Wir wollten wissen, was geschieht, wenn Jupiter mit der Sonne kollidiert. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Drei der Jupitermonde folgen ihrem Planeten nicht in die Sonne. Callisto, der äußerste der vier großen Monde, ist der erste, der durch die Gravitation der Sonne von Jupiter losgerissen wird. Er ist nun in einer Umlaufbahn um die Sonne. Ganymed, der größte Mond des Sonnensystems, befindet sich in einem instabilen Orbit. Und nun zu Europa. In der Simulation fallen die Monde Callisto, Ganymed und Europa nicht in die Sonne, sondern nehmen eine Umlaufbahn um sie ein. Könnte etwas Vergleichbares auch bei Tabbys Stern passiert sein? Und sind dessen Monde für den Helligkeitsverlust von über 20% verantwortlich? Eine Antwort könnte in der Zusammensetzung der Monde zu finden sein. Wenn sie hauptsächlich aus Eis bestehen, löst die intensive Strahlung des Sterns ihre gefrorene Oberfläche auf. Im Inneren der Himmelskörper beginnt ein Ozean zu brodeln und eine große Wolke aus Dunst und Staub bildet sich. Die hüllt den jeweiligen Mond schließlich ein. Er hat sich nun in eine Art Riesenkomet verwandelt, dessen Schweif hunderte Millionen Kilometer lang sein kann. Laut dieser Theorie verursacht er die Helligkeitsabnahme des Sterns. Diese Theorie ist so gut, weil sie die lang- und die kurzfristige Abdunkelung erklärt. Der Grund für den dauerhaften Helligkeitsverlust von Tabbys Stern wäre demnach eine Kollision mit einem seiner Planeten, die vor über 100 Jahren stattgefunden hat. Und heute umkreisen ihn die übrig gebliebenen Monde dieses Planeten, was zur kurzfristigen Reduzierung seines Lichts führt. Diese Theorie klingt logisch. Dennoch bleiben Zweifel. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Astronomen einen Stern kurz nach einem solchen Ereignis beobachten, ist verschwindend gering. Die größte Schwäche unseres Modells ist die, dass wir auf ein extrem seltenes Ereignis vertrauen, den Zusammenprall eines Planeten mit seinem Stern. Es wäre ein Glücksfall, mit dem Kepler-Weltraumteleskop die Folgen einer solchen Kollision zu beobachten. Mit dieser Theorie könnte man die offenen Fragen beantworten, aber es gibt keine Beweise. Auch deshalb befassen sich einige Wissenschaftler weiterhin mit dem Solarpark im All. Die Idee klingt nach reiner Science-Fiction, aber könnte dennoch ein Körnchen Wahrheit in ihr stecken? Seth Shostak sucht nach Außerirdischen. Es ist sein Lebensziel, zu beweisen, dass wir nicht allein im Universum sind. Natürlich glaube ich an sie. Es gibt Abermillionen Planeten da draußen. Da kann mir niemand erzählen, dass wir auf dem einzigen interessanten Planeten leben. Mit den Parabolspiegeln des Allen-Radio-Observatoriums in Kalifornien will er horchen, ob von der mutmaßlichen Megastruktur irgendeine Funkkommunikation ausgeht. Radiowellen reisen durchs Universum, ohne sich groß abzuschwächen. Wir suchen nach künstlichen Radiowellen, die von Leuten mit einem Sendegerät kommen. Klingonen. Für Shostak und den Radiotechniker John Richards ist der mysteriöse Stern von besonderem Interesse. Sind die Teleskope bereit? Wir sehen hier das Sternbild Schwan. Und dieser unscheinbare Stern ist Tabbys Stern. Aliens kann ich nicht erkennen. Aber das wäre bei dem Maßstab wohl auch nicht möglich, oder? Sie müssen den Stern auf Abermillionen Radiofrequenzen scannen. Die Suche nach den Gesprächen der Bauarbeiter der Megastruktur kann beginnen. Wenn der Lichtabfall mit einer Megastruktur zusammenhängt, müsste dort auch jemand sein. Werden die beiden tatsächlich auf künstliche Radiosignale stoßen? Falls ja, wäre es ein stichhaltiger Beweis für eine außerirdische Zivilisation.
Ist E.T. dort draußen am Werk? Wenn jemand ein Objekt wie Tabbys Stern beobachtet und annimmt, dass dort Außerirdische leben, kommt es manchmal zu Überreaktionen. Doch auch nach Wochen intensiver Suche haben sie keinerlei Kommunikation aufgefangen. Wir haben alles versucht, aber wir fanden keine ETs bei Tabbys Stern. Bei der Entfernung von Tabbys Stern müsste es schon ein recht starkes Sendesignal sein. Aber ein so interessantes Objekt wie Tabbys Stern gibt man nicht einfach auf. Außerirdische können also wahrscheinlich ausgeschlossen werden. Jeder von uns möchte dort draußen Leben finden. Bei der Megastruktur gibt es wohl keines. Aber sie hat immerhin für ein wenig Aufregung gesorgt. Tabbys Stern hat uns wirklich ein spannendes Abenteuer geschenkt. Leider waren es keine Aliens. Die Außerirdischen lassen also auf sich warten. Vorläufig. Eines Tages werden wir auf welche stoßen, aber meiner Meinung nach nicht bei diesem Stern. Er ist definitiv interessant, aber Außerirdische gibt es dort nicht. Doch bestehen weitere Möglichkeiten, um das seltsame Verhalten des Sterns zu deuten? Die Kometentheorie würde die kurzfristigen Abdunkelungen erklären, aber ein Beweis für ein Doppelsternsystem konnte bislang nicht erbracht werden. Und Kometen können kaum eine 100 Jahre lange Verdunkelung verursachen. Auch die Idee, dass planetenlose Monde dafür verantwortlich sind, ist nicht mehr als eine vage Vermutung. Denn die Chancen, ein solches Ereignis zu beobachten, sind äußerst gering. Und eine außerirdische Kommunikation konnte auch nicht abgehört werden. Ein Stern, der so viele fasziniert, wird im Lauf der Zeit immer mysteriöser statt verständlicher. Aber so mancher Wissenschaftler hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Eine Gruppe von Astronomen hat jede Veränderung des Sterns genau überwacht. Und sie entdeckten ein weiteres seltsames Verhalten. Und zwar eines, das endlich zu einer Antwort führen könnte. Vielleicht handelt es sich überhaupt nicht um eine Helligkeitsreduzierung, sondern um eine Farbänderung. In Texas stellte Angel Tanner gemeinsam mit ihrem Team diese These auf. Und das gelang mit relativ schlichter Technik. Wir fahren zum Las Cumbres-Teleskop. Das ist nicht das besagte Teleskop, sondern dies hier. Es ist zwar klein, aber es ist Teil eines globalen Netzwerks. Die anderen Instrumente befinden sich beispielsweise in Chile, Hawaii, Südafrika und Australien. Sie arbeiten automatisch und ermöglichen es den Wissenschaftlern, den Nachthimmel rund um die Uhr zu beobachten. Das Gute an einem weltumspannenden Projekt ist ja, dass es irgendwo immer dunkel und wolkenlos ist. Wir beobachten Tabbys Stern also ununterbrochen. Immer wenn bei Tabbys Stern eine Helligkeitsreduzierung gemessen wird, untersucht die Astronomin die Veränderung der Farbe. Und sie hat etwas Ungewöhnliches entdeckt. Wir stellten fest, dass sich die Rot-Blau-Anteile seines Lichts verschieben, wenn sich Materie vor ihn schiebt. Er wird dann röter. Damit können wir Rückschlüsse auf die Zusammensetzung dieser Materie ziehen. Die Rottöne des Sterns intensivieren sich, wenn es zu einer Abdunklung kommt. Und die Astronomin hat bereits einen Schuldigen gefunden. Auch bei einem Sonnenuntergang auf der Erde kann der Himmel rötlich gefärbt sein. Der Grund ist die Streuung des Lichts in der Atmosphäre. Dieser Sonnenuntergang ist vergleichbar mit den Vorgängen bei Tabbys Stern. Wenn die Sonne tiefer steht, werden ihre Lichtstrahlen stärker gestreut, als wenn sie höher steht. Und kurz bevor sie unter dem Horizont verschwindet, erscheint sie rot. Bei niedrigem Sonnenstand ist der Weg des Lichts durch die Atmosphäre weiter. Dabei wird das Blau weggestreut, Rot übernimmt. Ähnliches passiert bei Tabbys Stern. Die Rotfärbung des Himmels wird vor allem durch Partikel in der Atmosphäre verursacht.
Könnten bei Tabbys Stern Materieteilchen der Grund für die Helligkeitsreduzierung sein? Eine feste Struktur würde rotes und blaues Licht gleichermaßen zerstreuen. Falls winzige Partikel die Ursache sind, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Tabbys Stern muss von Staub umgeben sein. Und dieser Staub könnte sich in einer riesigen, wulstartig geformten Wolke in einer Umlaufbahn um den Stern befinden. Wenn rotes Licht auf die Wolke trifft, ändert der Himmelskörper dann scheinbar seine Farbe. Und wenn sich Bereiche mit höherer Dichte vor den Stern schieben, würde das zu den unregelmäßigen Helligkeitsreduzierungen führen. Wir nehmen an, dass der Staub mit normalem Hausstaub vergleichbar ist, also mit mikroskopisch kleinen Staubkörnern. Doch eine Frage bleibt noch offen. Woher stammt dieser Staub? Über den Ursprung des Staubs sind wir uns nicht ganz im Klaren. Dort muss etwas weit Komplexeres stattfinden. Was das ist, wissen wir aber noch nicht. Worum könnte es sich handeln? Vielleicht sind es ja doch Kometen oder Eismonde, die auf ihrer Bahn um den Stern heißes Material abgeben. Oder ist es etwas, woran noch kein Wissenschaftler gedacht hat? Vielleicht wird ja irgendwann eine Lösung gefunden. Und bis dahin werden die Astronomen jedes ungewöhnliche Verhalten von Tabbys Stern genau beobachten. Letzten Endes werden uns Beobachtungen, Berechnungen und Messungen der Wahrheit näherbringen. Der seltsame Stern, der knapp 1500 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, hat bislang noch jeden Forscher an seine Grenzen gebracht. Es ist erstaunlich, wie sehr uns dieser Stern herausfordert. Wir versuchen zu verstehen, was bei diesem Stern vorgeht. Es ist ein tolles Beispiel für lebendige Wissenschaft. Wir sahen etwas, das wir nicht erklären konnten und hatten dann sogar obskure Ideen, wie eine Megastruktur von Aliens. Darum geht es bei der Forschung. Wenn man auf etwas extrem Seltsames stößt, macht man vielleicht irgendwann eine mehr als spannende Entdeckung. Doch wie denkt die Namensgeberin des Sterns über die bisherigen Fehlschläge? Für sie sind sie ein Grund, jeden Morgen aufzustehen. Uns ist klar, dass die Natur viel kreativer ist als wir. Solche Entdeckungen spornen unseren Verstand und unseren Forschergeist an. Wir sind neugierig und wollen verstehen, woher wir kommen und was das Universum uns bietet. Wir sind Weltraumdetektive. Das ist absolut grandios. Nur eines steht bislang fest. Falls das Rätsel um Tabbys Stern jemals gelöst wird, werden wir Neues und Aufregendes über unsere Milchstraße erfahren.